Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Wo ist denn? Ach, da ist der Cursor. Ich wusste gar nicht, wo der eben hin war. So, was sagt denn das Wetter für morgen? Oh, ein sonniger Tag. Und das Schicksal. Oh, die sind heute ganz mies gelaunt. Okay, genau. Das wollen wir aufmachen lassen. Das wollen wir abgeben im Community Center. Das wollen wir verbessern lassen. In der Hoffnung, dass wir dann vielleicht einen neuen Teil der Mine eröffnen können. So, erstmal pflücken wir hier aber natürlich. Da haben wir erstmal Eggplant. Da heben wir natürlich erstmal auch was von auf. Nicht gleich alles verbrauchen. Genau, weil wir wissen ja nicht, ob wir irgendwem irgendwas davon abgeben müssen. Ich sag mal, 2 heben wir auf, ne? Huch, ich habe hier ja noch einen Small-Mouse-Bass. Mussten wir den abgeben? Ach so, ich hatte gesagt, ja, aber okay. Aber eigentlich können wir jetzt echt nicht jeden einzelnen Fisch aufheben, oder? Wie seht ihr das? Das ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Die Ancient Fruit. Eigentlich haben wir davon 3. Ich schmeiß mal eine weg. Also ich gebe mal eine ab, würde ich sagen. Wir gucken mal, was dann passiert. Heute ist Samstag. Unserem Schatzi haben wir schon Geschenke gegeben. Aber was wir auf jeden Fall tun sollten, ist nochmal ein paar Samen zu kaufen. Ja, Süßen. Hallöchen. So. Ich wollte da ran. So, dann holen wir uns noch hier neues Heu. Und gleich können wir die Mayo und dann gleich die Eier wieder reintun. Oh, da war noch ein Ei. Mensch, das hätte ich, glaube ich, echt übersehen, ne? Voll krass. So. Wartet mal ganz kurz. Hatten wir jetzt nicht noch Quarz? Das war doch für Quarz. Also da brauchte man Quarz für, glaube ich. Woodstone. Ach nee, Earth Crystal. Nee, ich glaube, Earth Crystal haben wir keinen mehr. Sonst hätte ich da wirklich noch ein 4. einfach hingestellt. Aber irgendwann werden wir da bestimmt nochmal einen finden. Ach, eigentlich kann ich die Dinger ja auch aufmachen. Weil es ist ja gutes Wetter. Ey, du hast keinen Knuddel gekriegt. Du musst einen Knuddel kriegen. So. Ich hoffe, ihr produziert auch bald was. Und dann werden wir natürlich auf jeden Fall die Cheese Press herstellen. Woodstone Hardwood. Boah, da braucht man viel Hardwood für, aber so viel haben wir auf jeden Fall. Und was war noch das Letzte? Och, ein Copperbar, das ist doch kein Problem. Das kriegen wir locker hin. So, dann schauen wir kurz, ob hier was fertig ist. Hä? Ach, da. Nee, ist leider nicht. Da können wir nichts uns holen, aber vielleicht hier oben ja noch was. Na? Lecker schmecker, eine Salmonberry. Sehr schön. Ah, da müssen wir mal gucken, ob wir davon schon eine aufgehoben haben oder ob wir die hier reinschmeißen wollen. So. Ach, falsch. Salmonberry. Haben wir aktuell keine da. Ich glaube, dann packen wir die mal hier rein. Müssen wir eigentlich echt so viele von denen hier behalten? Die sind doch sowieso tödlich, oder? Bin mir nicht sicher. Müsst ihr mal nochmal sagen. Oh, Pockjoy. Nom. Oder hier, Blueberries haben wir echt so viele. Ich glaube, ich gebe davon nochmal 6 Stück ab. Weil irgendwie ist das ein bisschen sinnlos. So, ich glaube, wie viele brauchen wir denn? 1, 2, 3 und hier nochmal 8, also 11. Es wäre geil gewesen, wenn ich mich jetzt verrechnet hätte. Wir bräuchten nochmal 11 Samen. Und es wäre eigentlich ganz schön, wenn 8 gleich wären, damit das einfach hübsch aussieht. Und, verflixt, Moment. Da gehe ich direkt nochmal zurück. Weil bevor wir doppelt gehen müssen, ich wollte doch die Eisenbarren mitnehmen, damit wir die Verbesserung machen können. Ach, ich wollte sogar noch was machen. Gut, dass wir nochmal hier sind. Wo sind denn die Eisenbarren erstmal? Bin mir jetzt nicht sicher, wie viele wir brauchen, deswegen nehme ich einfach... Nee, alle nicht, aber 10. Mehr als 10 waren es auf keinen Fall, die wir brauchen. Und hier, genau. Da machen wir doch jetzt aus diesem Zeug hier... Oh, 5-mal direkt... 100 Stück, würde ich sagen. Wie geil ist das denn? Dass man direkt so viel machen kann, finde ich geil. Okay, dann nehme ich jetzt 3-mal mit und dann nehmen wir jetzt noch die Kisten mal mit und dann lassen wir die endlich mal da, die Crab Pots. Genau. Blackberry Jelly. Sollte ich eigentlich vielleicht woanders hin tun. So, jetzt gehen wir an den Strand. Genau, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall nochmal angeln gehen. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt doch so eine leichte Vorliebe fürs Angeln entwickelt. Das ist nicht so schlimm, wie ich dachte eigentlich. Also ich komme jetzt ganz gut damit klar. So, holen wir mal kurz bei Pierre. Willkommen! Hallöchen! Was nehmen wir denn noch? Ah, wo war denn das hier? Nee, gar nicht.
Oder war das Gras, Sweet, Flavor, Grape Starter, Amaranth? 7 Tage zu wachsen. Ja, okay, dann machen wir hier einmal ein Feld voll. Und dann noch 3 von irgendwas. Sunflower. Yields more seeds at harvest. Die sind auch echt teuer. Aber dann nehme ich mal 3, genau. So. Ist ja lustig, dass die gar kein richtiges Bild haben, sondern quasi einfach nur die Körner sind. Schuh. Ich gucke mal. Red Snapper? Moment. Red Snapper. Oh Gott, hier sind so viele. Red Snapper, Red Snapper. Also auf jeden Fall hatten wir den noch nicht. Red Snapper, wie geil ist das denn? Vielen Dank. Wie kann man denn sowas wegschmeißen? Also echt. Ich wäre über sowas sehr froh. Also ich bin ja gerade über das sehr froh. So, was haben wir hier drüben? Ah, ich habe das Ding vergessen mitzunehmen. Schade. Naja, aber ich komme hier nicht extra nochmal her dafür, ne? So, jetzt ist die Frage, wie verwendet man das? Ich nehme an, man stellt es erstmal rein. Ich tue es mal hier hin. Und dann... Ah. Wie geil. Das ist ja cool. Super. Huch. Dann holen wir uns hier mal das Zeug. Wir gucken mal, jetzt wo wir aufgestiegen sind, vielleicht ist es da ja jetzt auch doch möglich, eine neue Angel endlich zu kaufen, die uns die Sache ein bisschen erleichtert. Das wäre doch auch mal ganz schön. Weil das ist schon ein bisschen nervig sonst mit der Angel. Mit der schlechtesten sozusagen. Müsste ja jetzt schon offen sein. Ey, wo bist du? Wo bist du? Pinke Sachen sind da drin. Oh, ah, da oben kann man schlafen. Aber da darf man nicht hin. Na, das ist ja toll. Sein Shop ist zwar offen, aber er ist nicht da. Wir gucken mal, was wir heute erwischen. Nur 1-2 Runden, um mal kurz zu gucken. Und dann müssen wir erstmal zum Metallmann. Zum Metallmann. Und dann... Oh, okay. Ich bin bereit. Bleib hier. Nein. Ja, geschafft. Und was ist das? Eine Sardine. Und sie ist winzig klein. Eine Sardine? Moment. Da müssen wir gleich auch nochmal gucken, ob die nicht auch ins Community Center muss. Bin mir gerade unsicher. Oh! Das war aber kein Hit. Oh Mann, ich habe schon wieder vergessen, den Xbox-Controller rauszunehmen. Aber ich traue mich nicht, weil bestimmt beißt an, während ich das rausziehe. Oh, ups. Oh, dann können wir aber die Chance mal kurz nutzen. Eine Sardine, wenn dann Ocean. Ja, geil. Tilapia brauchen wir noch und Tuna. Das wäre ja super, wenn wir das alles finden könnten. Hä? Was? Was war das denn? Hä? Okay. Jetzt war ich ganz verwirrt. Ach, das wäre wahrscheinlich irgend so ein anderer Krams gewesen. So wie Müll oder so. Den wollen wir ja auch gar nicht, von daher. Ist ja lustig. Wir finden gerade voll viele Sachen für unsere Meeressammlungen. Ja! Eine Anchovy! Wie geil! Eine Anchovy. Aber das müsste ja hier eigentlich sein und da ist es nicht. Weil sonst haben wir Lake, Night, River. Speciality ist leider auch nicht dabei. So, versuchen wir nochmal. Das ist aber jetzt das letzte Mal. Dann gehen wir auf jeden Fall weiter. Ja! Na? Ja? Nein! Ah! Hör doch mal auf! Blöder Fisch! Oh, der war ein bisschen hartnäckiger. Noch eine Sardine. Die ist aber ein bisschen größer, ne? Aber ist, glaube ich, ziemlich egal. Oh, die sind aber silbern. Das ist ja schön. Kriegen wir bestimmt mehr Geld für. Ja, der ist einfach nicht da, ne? Ist ja unglaublich. Ich hätte mir gerne eine neue Angel geholt, aber... Wenn er nicht will, dann halt nicht. So, dann mal rüber zu dem Herrn... Metallverarbeiter. Wie hieß er denn, ey? Jedes Mal vergesse ich das. Ich will mal Schreiner sagen, aber Schreiner ist sehr für Holz. Meine Güte, ey. So vergesslich. Haben wir da was? Nö. Okay, bitte erstmal öffnen hier und danach
geht's weiter. Was ist das? Barite, uiuiui, das ist ja cool. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Genau, ich möchte dieses hier. Gut, in a couple of days. Ich hoffe, wieder in 2 Tagen, so wie bei den anderen Sachen. Jetzt haben wir echt viel Geld ausgegeben, aber ist halt so. Ist ja nicht schlimm. Huch, wieso ist denn gerade der Bürgermeister da? Ah, schade, leider kein Reward. Hallo! Ja, die Bücherei ist eines der Highlights von Pelican Town. Und das wurde bezahlt mit den Steuern der lokalen Geschäfte. Also von Pierre und Georgia. Okay, wartet mal, ich sehe jetzt erst, hier sind ja noch Bücher. Wie tief gehen die Minen? Ah, viele Abenteurer in Stardew Valley haben darüber schon nachgedacht. Die Wahrheit ist, keiner weiß es so richtig. Oder zumindest sagen sie es niemandem. Leider sind viele, die sich in die Tiefen begeben haben, niemals zurückgekehrt. Aber es gab ein paar besonders harte Abenteurer, die tief in die Minen gelangt sind. Und sie sind wieder nach oben gelangt mit interessanten Berichten. Scheinbar gibt es 3 unterschiedliche Gegenden in der Mine. Jede davon mit einzigartigen Monstern und Schätzen. Manche sprechen von riesigen Untergrundseen und seltsamen Kreaturen. Aber nichts davon ist bewiesen. Das Journal eines alten Farmers, also das Tagebuch. Ich bin nun ein Jahr lang hier und langsam habe ich Leute, Freunde kennengelernt. Und es fühlt sich wundervoll an. Sie schicken mir Geschenke und geheime Familienrezepte. Das ist wirklich hilfreich. Ja, ich werde auf jeden Fall auch mal versuchen, noch mit den anderen stärker anzubandeln. Wir sollten mal einfach unsere Blumen verschenken in der Stadt. Wir machen einfach mal einen Blumentag. So, dann geht's jetzt hoch ins Community Center. Yay! Nom nom! Blackberry! Davon haben wir wirklich, glaube ich, was. Schon im Inventar. Also in der Kiste. Ah, das ist übrigens auch eine coole Idee mit den Kisten in quasi in den Häusern drin. Also vor allem bei den Kühen. Weil man die Sachen dann wie den Eimer und was braucht man da noch? Halt alles, was man braucht, kann man da dann voll praktisch reintun. Das ist wirklich gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo war denn das? Night Fishing? Genau. Walleye brauchen wir da noch. Und hier Ocean Fish. Dann nehmen wir natürlich den normalen. Und das hier. Ja, super, ne? Mensch, das läuft ja toll. Jetzt hätte ich nur echt gerne eine bessere Angel. Nee, wir gehen da oben lang. Vielleicht finden wir noch was Nettes zum Einsammeln. Oh, hallo. Na, du? All diese fallenden Blätter werden Essen sein für die Pilze und andere kleine Organismen. Interessant, nicht wahr? Ja, genau. Interessant. Whatever. Nein, ist wirklich interessant. Klar. So, dann würde ich fast sagen, genau, erstmal auf den Rückweg begeben. Dann werden wir das erstmal einpflanzen hier. Das machen wir als allererstes. Dann könnten wir vielleicht noch ein bisschen Ordnung bringen in unser Grundstück. Ah, ich muss gleich mal gucken, wie viel da drin ist, ob wir wieder ein bisschen was abmachen können oder noch nicht. Oh, Moment. Wo ist denn... Genau, da. Ach, das waren auch schon Sonnenblumen. Nee, gar nicht. Das sieht anders aus. Ah, wir brauchen gleich noch mal das Wasser. Die Sprenkler hatten aber funktioniert, oder? Ach, die sind ja dann auch schon nass, selbst wenn man die jetzt erst reintut. Stimmt. So. Ach, ich glaube, wir hatten schon mal Amaranth geholt. Merke ich jetzt erst, wo ich das so sehe. So, das, das, das. Ich glaube, das kann auch weg. Mm. Dann das hier erstmal wieder rein. Wo habe ich ein Eisenerz hingetan? Das habe ich irgendwo wahrscheinlich schnell hingepackt, weil ich es loswerden wollte. Auf jeden Fall nehme ich die Sichel. Und... Moment, irgendwas wollte ich herstellen. Ach ja, die Käsemaschine. Können wir ja direkt mal eine machen. Ich wollte doch noch was anderes außer der Sichel, oder? Oder doch nicht? Hm. Ach so, ich habe nach dem Eisen halt gesucht. Weiß auch nicht, wo das ist. So. Da ist die Cheese Press. Super. Dann haben wir schon eine. Das tun wir wieder zurück. Flup, flup, flup. Brauchen wir ja gerade nicht. Ja, sonst können wir auch erstmal das Gold hier verarbeiten. Es kommt aufs Gleiche raus. Hauptsache, es wird erstmal was verarbeitet. Dass das da nicht so nutzlos rumsteht. Wir packen kurz die Cheese Press da hin.
Und dann räumen wir hier ein ganz bisschen auf. Wobei, mit der Pickaxe können wir ja momentan nichts machen. Okay, aber wir dürfen nicht so viel Hay machen, weil es passen nur 16 neue rein. Oh, ein Fröschlein. Oh! Hä? Ach so, das kann auch mitten am Tag fertig werden. Wollte nicht irgendwer noch Maple-Sirup oder hatten wir das schon abgegeben? Irgendwas war da. Moment, ich guck mal lieber auf meine Listen. Das geht ein bisschen schneller bei diesem Bundle. Das ist sonst immer so unübersichtlich. Ja, der Chef wollte das. Der will Maple Syrup. Ich glaube, wir können eigentlich auch die Maki Rolls machen, aber ich glaube, da fehlen uns Ingredienzien. So. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, wir lassen es gut sein. So, ich traue mich nicht mehr zu machen. Und ein bisschen Holz können wir immer gebrauchen. Machen wir auch mal weiter. Tja, was ist das nächste? Ja, jetzt müssen wir quasi erstmal warten auf die Pickaxe, auf die Spitzhacke. Sonst können wir nicht viel machen. Ach, übrigens, danke für den Hinweis, dass es natürlich eine Sichel ist und keine Sense. Die Sense hat der Tod mit dabei. Das ist doch ein ganz kleiner Unterschied, das stimmt schon. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie man das nennt. Aber zum Glück gibt es echt schnell Holz, ne? Als nächstes verbessern wir dann auch nochmal die Axt. So, ich stelle das hier auch schon mal hin. Vielleicht einfach hier oben. So, genau. Ach so, wie viel brauchen wir für eine Kiste? Ja, dann machen wir das doch direkt. Ach so, muss ich ja hier rein tun. Das tun wir dann dahin. So, da tun wir dann später den Eimer rein und was auch immer. Ach Mensch, ich hätte euch doch aufmachen können. Damit ihr... Ach so, ich weiß aber gar nicht, ob die Babys sich raustrauen, ne? Könnt mir vorstellen, dass die das gar nicht wollen. Das kommt hierher. Und das. Und Maple Syrup können wir ja eigentlich drin lassen. Würde ich fast sagen, dass wir nochmal angeln gehen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht sogar einen Bundle vervollständigen können. Das wäre ja geil. Ging das jetzt? Ja, die ging ja jetzt auch. Da kommt der Hardwood raus, ne? Zwei Stück. Ach nee, ach doch, ja. Aber wieso kommen eigentlich so viele Teile? Und dann ist es nur zweimal Hardwood. So, jetzt ist Nacht. Das heißt, wir hätten eine Chance auf diese Nightfishing Fische. Das Problem ist, dass ich halt nicht weiß, wo das letzte... Ich glaube, eins fehlte uns ja sogar nur noch bei dem Nightfishing. Ja, wo befindet sich Walleye? Das ist die Frage. In Flüssen? In Seen? Tja. In welchen Fluss könnten wir überhaupt gehen? Also nicht in den Fluss, sondern zu welchem? Müssen wir gleich mal gucken. Wir erkennen wahrscheinlich auch ziemlich schnell, welcher Fisch hier aktuell gut zu fangen ist. Vielleicht ja auch gar keiner. Kann ich? Nee, ich kann aber nicht an diese Angel einen Köder machen, oder? Ich wüsste gar nicht, wie das gehen sollte. Oh, das ist ja doof. Grüne Alge wollen wir eigentlich nicht. Davon haben wir auch noch jede Menge. Wir könnten das natürlich noch abgeben, aber... Wir bräuchten noch den dritten Baum, damit wir von allen eins haben. Wobei ich mich noch nicht so ganz informiert habe, was man denn daraus dann weiter herstellen kann. Aber wahrscheinlich kann man das ja weiter benutzen, ne? Ah, okay. Ja, bleib so, bleib so. Super, perfekt. Ah, okay, das ist der nicht. Das war den wir noch in der Kiste hatten und dann verkauft haben. Weil ich gesagt hatte, nee, den... Ach nee, ich hatte... Das war der, wo ich gesagt habe, wir können ja nicht jeden Fisch aufheben. Stimmt. Dann werden wir den verkaufen, denke ich mal. Dann habe ich die Befürchtung, dass wir hier jetzt wahrscheinlich auch hauptsächlich nur diesen Smallmouth-Bass bekommen werden. Oder Algen. Lasst mich mal kurz überlegen. Wir könnten mal kurz hier rechts in die Stadt rüber. Die haben ja da einen Fluss, der da durchläuft. Vielleicht finden wir da was anderes in dem Fluss. Schauen wir mal. Irgendwie müssen wir doch an diesen letzten Fisch kommen, der uns da fehlt in dem Bundle. So. Ach, das war ein bisschen zu schwach. Wobei, huch, hui, das ging schnell. Ja, ja, bleib, bleib, bleib. Super. Oh, schon wieder. Ich glaube, das ist der gleiche Seefluss, was auch immer.
Aber am Meer kriegen wir ja nur Aale. Vielleicht an diesem See oben rechts. Der See oben rechts. Ich glaube, das probieren wir mal. Vielleicht kriegt man da den fehlenden Nachtfisch. Ich will den unbedingt haben, um das Bundle zu vervollständigen. Wenn wir hier sowieso langlaufen, könnte ich außerdem... Aber es ist schon 10.20 Uhr, ne? Die Zeit vergeht immer so schnell in diesem Spiel. Ich werde mal ganz schnell hier rein. Und ans Bulletin Board. Wo wir gerade mal hier sind, erledigen wir das auch schnell. Der Chef will das. Bitte sehr. Mann, und das alles nur für die Freundschaft, ey. Das bringt aber hoffentlich mehr als nur ein Herz. Weil das wäre ein bisschen ärmlich sonst, die ganze Mühe. Wir wollen so viele Sachen und dann... Naja, es geht ja auch darum, dass wenn es dann alle haben, man wahrscheinlich noch ein super Gimmick kriegt. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, was man da eigentlich jetzt bekommt. Genau, hier probieren wir es jetzt nochmal. Schauen wir mal. So. Wehe, hier gibt es nicht was Geiles. Den Superfisch. Ich glaube, hier waren wir auch noch gar nicht so häufig angeln. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es hier was gibt. Ja. Und? Oh, Chub. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das ist irgendwo. Das ist hier ein Lake? Scheinbar nicht. Ist das Nightfishing? Aber da war ja der Walleye. Na, nee, dann war Chub doch nicht dabei. Moment, ich guck mal kurz auf meine Zettel hier. Zettel geklimpert, Zettel geklimper. Chub ist scheinbar doch nicht dabei. Ach, vielleicht vorher. Ah, nee, beim Crabpot. Nee, ist nicht dabei, verflixt. Wir probieren es aber nochmal. Vielleicht haben wir ja Glück. Und fangen noch einen anderen Fisch. Bitte. Muss bald nach Hause zurück. Einen noch. Einer soll noch anbeißen. Ja. Wow. Ganz ruhig, mein Lieber. Ja, perfekt. Und es ist... Oh, was ist das? Bullhead? Moment. Bullhead? Panik. Das ist er nicht. Da, bei Lakefish ist er dabei. Cool. Cool, cool, cool. Schaffen wir das da jetzt noch hin? Ich glaube, ja. Das müssten wir gerade so schaffen. Super cool. Dann müssten wir jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen kontrollierter mal uns darum kümmern, zu schauen, ja, wo wir am meisten fischen müssen. In welchen Gewässern. Und nachts müssen wir halt auch noch ein bisschen fischen. So. Lakefish war das, ne? Bullhead. Genau. Sehr schön. Das läuft doch wie geschmiert. Ach Mann, ich wünschte, das Ändern der Pickaxe würde nur einen Tag dauern. Ich möchte so gerne wissen, ob wir dann da durchkommen. Hoffentlich. Ich will da endlich rein. Oh Gott. Nein, es wird spät. Es wird einen abzugeben für unsere Energie. Aber immerhin haben wir noch ein bisschen Geld geholt, indem wir die Fische gefangen haben. Bam, 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 bam. Und schnell rein da. Du, du und du. Und jetzt ist sowieso schon 1.10 Uhr. Dann können wir auch noch schnell die einsammeln. Und das da reintun. Und hier auch noch schnell das ablegen. Das ist ja sowieso pausiert, die Zeit. So, dann gehen wir mal schlafen, meine Lieben. Mal gucken, wie viel Geld wir bekommen. Wir hatten ja auch noch ein paar. Oh, sehr schön. Ja. Oh, ich bin auch gespannt, was jetzt in diesen Crabpots drin ist. Ah, leider kein Levelaufstieg beim Angeln oder so. Das wäre schön gewesen. Wie immer gucken wir einmal kurz raus. Was hat sich da so getan? Oh, geil. Da haben wir links und da unten auf jeden Fall eine ganze Menge zu pflücken, ihr Lieben. Und ein Brief. Na gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Stardew Valley wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.